Willkommen zu einem neuen ultra tollen Video mit der lieben Lara. Und wir spielen das neue Phasmo-Update und wir sehen hier gerade mit Erstaunen, der Van ist neu, es ist endlich aufgeräumt, strukturiert. Was sagst du dazu? Ein Traum. Ja, es ist sehr effizient. Gell? Ich bin sehr glücklich. Ich find's auch toll. Das ist mega. Jetzt kann kein... Wer stellt sich auf so ein scheiß Regal in den Van? Ja, allerdings. Und vor allem kann man die Sachen jetzt nicht mehr hier wie die Sanity-Pillen irgendwie wegverschwinden lassen. Das ist sehr schön. Und ja, es gibt 3 neue Geister. Der Van ist neu. Wir checken das jetzt gleich mal ab. Wir machen Profi erstmal, um alles herauszufinden, zu gucken, was so neu ist. Hier die Karte auch. Das kann man jetzt auch nach oben schalten, direkt auf den Bildschirm. Macht es nicht mehr an einem Schalter. Das finde ich schön. Wir haben Stifte, Lara. Schau mal. Was? Aber die können wir gar nicht nehmen. Nee. So. Es sieht ganz gut aus. Aber er sagt gar nicht mehr. Welcome. Stimmt, er hat gar nichts gesagt, ne? Oder wie war das? War das so? Und dann war das so. So, welcome. Nee, ist scheiße, falscher Effekt. Ist ja egal. Welcome. Okay, lass mir das. Du wolltest irgendwie cool sein und so ein. Sag das mit dem Move. Ja. Welcome. To the hunt. Welcome in Phasmophobia. Was hat er immer gesagt? Ich weiß nicht. to the ghost. Irgendwas. Knuzifix. Geil. Oh mein Gott, ich sollte dies nicht tun. Knuzifix. Apropos Knuzifix, was nimmst du? Ich möchte nehmen. Gibt es neue Gegenstände? Nein. Nein. Dann nehme ich. Oh mein Gott. Ich kann jetzt nicht so speed grabben, weißt du? Vorher wusste ja, ich ja, so zack, 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 zack. So konnte ich blind alles nehmen. Und jetzt ist so, okay. Ich nehme Buch und Box. Und wo sind die Taschenlampen? Hier. Dann lass uns mal gucken. Also. Geisterereignis. Heißt nicht mehr Geister-Event. Bewegungssensor haben wir. Geisterzustand unter 25%. Georgia Bitch. Was? Genau. Bitch. Oh. Was hast du denn verstanden? Nix, ich hab auch Merch verstanden. Ja. Und Sanity Vision auf den 98 hier. Warte mal, ist das eine neue Map? Nein, es gibt keine neue Map. Genau, es sieht nur anders aus. Es gibt neue Geister. Darf ich mal gucken, wie die heißen? Ja, natürlich. Todesfee. Oh, das ist geil. Wiedergänger. Schatten. Ja, das sind die, ne? Ich glaube, 3 neue Geister. Schatten. Mimika und Moroi und Deoge und Taye. Warte mal, wie viel? 1? Genau, ich glaube, Schatten 2. wurde nur umgenannt. Das war, glaube ich. Nein. Das hat mir gerade jemand. Phantom oder? Nee. Todesfee ist Banshee. Warum heißt das denn Todesfee? Jeder also, Mensch weiß, was eine Banshee ist. Ich finde, Todesfee hört sich halt schöner an, ne? Ja, aber Banshee können wir noch. Und wieder geht's Revenant. Was ist denn Schatten? Schatten ist a Shade. Dann ist Mimika neu, oder wie? Nee, der das ist Mimik. Mimik ist das. Ach, die allerletzten 3. Aber genau, ja. Das sind die 9. Aha. Wollen wir mal gucken, was die machen? Ja, lies mal vor. Moroi. Moroi sind wieder auferstanden, um an der Energie des... der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, oh, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Die man mit Gegenmitteln wir haben keine stärken. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Also eigentlich immer Pillchen nehmen. Oder ja. Moroi leiden an Hyperosmie, was sie für längere Zeit schwächt. Was ist Hyperosmie? Was ist das? Und was? Also wahrscheinlich meinen die, dass halt die unsere Sanity so runterpushen. Und Moroi leiden an Hyperosmie, was sie für längere Zeit schwächt. Genau. Was ist das denn? Schreibt's mal gerne in den Chat. Ihr seid doch so klug. So lange machen wir schon mal den Deo gehen. Was ist das? Manchmal, mit einem unendlichen Nebel umgeben, sind Deogen sämtlichen Geisterjägern jahrelang entkommen. Es wurde berichtet, dass diese Art von Geist selbst die verborgensten Opfer findet, um ihn bis zur Erschöpfung nachzustellen. Stärken. Deogen können das Lebende spüren. Man kann vor ihm weg davonlaufen, aber sich nicht verstecken.
Schwächen: Deogen benötigen sehr viel Energie, um Gestalt anzunehmen und bewegen sich sehr langsam. Geil. Benötigen sehr viel Energie. Das heißt Strom oder was? Oder wahrscheinlich, ja. Mhm. Also Licht an. Diese unter Hyperosmie versteht man eine krankhaft gesteigerte Geruchswahrnehmung. Heißt es vielleicht, dass wir wegen Räucherstäbchen dann? Weil wir stinken. Ja, dann wäre der Geist bei mir eh nicht da. Aber können wir vielleicht wegen Räucherstäbchen, oder? Ja, wahrscheinlich. Gott, ich hab mich erschrocken. Nochmal, Tai, bitte genauso wie gerade nochmal. Okay. Tai oder Thaye oder Tai. Tai sind dafür bekannt, selbst im Jenseits schnell zu altern. Von dem, was wir gehört haben, scheinen sie schneller zu verkommen, wenn sie in der Gegenwart von Lebenden sind. Stärken: sobald man den Ort betritt, werden Tai aktiv, defensiv und agil. Schwächen: Tai werden mit der Zeit schwächer. Tai werden mit der Zeit schwächer. Sie werden ruhiger, langsamer und weniger aggressiv. Okay. Das heißt, die sind wahrscheinlich von Anfang an krank aggressiv. Ja. Vielleicht. Aber wenn es schneller zu verkommen, wenn sie in der Gegenwart von Lebenden sind. Gibt es auch optisch neue Geister? Da bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe. Sobald man den Ort betrifft, werden sie aktiv, defensiv und agil. Aber defensiv. Ja, nicht offensiv. Ich hoffe, dass der Programmierer es so gemacht hat, dass wir jetzt auch alle drei sehen. Das wäre echt nice. Ja. Kuhn. Okay. Hast du einen Schirm dabei? Nein. Gib uns ein Zeichen. Okay, Kopfhörer laut. Gib uns ein Zeichen. Hast du Kopfhörer sehr laut gemacht? Ja. Bobby? Das finde ich gut. Gib uns ein Zeichen. Oh, warte mal. Ich guck mal nach Strom. Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Oh. Das war bei mir. Bei mir. Ich hab aber Angst. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Warte, ich komme. Okay, guck mal hier. Hier sind so neue Bilder. Ist das der Entwickler auf dem Bild? Wo? Guck mal, da. Ach, witzig. Ich weiß nicht, ist der das? Bestimmt, oder? Das ist ja witzig. Das ist mega süß. Weißt du, was ich richtig geil fände, wenn der von uns beiden da ein Bild hinhängen würde? Oh mein Gott. Das wäre so episch. Wir haben so viel Phasmo gespielt. Wirklich? Ich finde, das haben wir uns verdient. Ja, so wie der eine Streamer die Kartoffel mit seinem Subsound hat, ja, müssen wir ein Bild im Spiel haben. Ja. Das wäre so schön. Das wäre richtig cool. Es war hier irgendwo ein Spiegel, sagen die Leute. Ja, genau, sagt Chat. Ah, hier oben. Willst du oder soll ich? Kannst gern du machen. Aber kurz nur. Wie ging das nochmal? Ich muss das weglegen, ne? Ja. Leere Hand? Ja. Ach. Wo ist er? Da hinten, ne? Nicht zu lang schauen, ne? Nicht zu lang schauen, nicht zu lang schauen. Hör auf! Ah! Oh mein Gott, du musst den weglegen, sonst sterben wir. Du bist so selbstverliebt. Er ist, ich glaube, ich weiß gar nicht. Er ist irgendwie hier so. Ja, genau. Ja, das hier. Hier war er. Gib uns ein Zeichen. Genau. Schreib in das Buch. Aber ich glaube wirklich nur in diesem kleinen Flur hier. Ach so. Dann gucke ich mal wegen Herbs. Weil ich habe irgendwie so hier nur so eine Wand gesehen. Oh mein Gott, ich glaube... Was, du bist tot? Oh nein! Mon Dieu! Nein, wir haben gefriert!
Oh nein! Oh nein! Aber wo kam der denn her? Wo kam der denn her? Also ich fresse jetzt erstmal die Sanity Pillen. Ja. Das ist jetzt natürlich doof. Ich schaue schnell, dass ich den ermittle, weil dann kriege ich ein bisschen Geld. Und dann können wir uns wieder was leisten. Im Leben. Die Community hat übrigens gewettet, dass einer von uns stirbt. Die haben jetzt gewonnen. War der wirklich hier? Der kam doch von wo ganz anders her, oder? Der war doch hier. Ist doch von hier gekommen, oder? Oder? Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Guck mal kurz hier rein. Okay, eine Lampe. Hier ist der. Gib uns ein Zeichen. Oder da hinten, ne? Ah, hier. Er ist tatsächlich hier. Okay. Okay, er ist hier. Dann nehme ich jetzt mal das hier. Und schmeiß die da hin. Plopp. Schreibe das Buch. Hat den... Wie aggressiv willst du sein, ey? Holy shit. Oh mein Gott. Was? Was ist das? Ach, jetzt... Ich hatte so schnell keine Sanity mehr. Okay, jetzt reicht's aber. Ich hab's gleich. Okay. Ich mach jetzt... Lara! Ich schmeiß jetzt hier mal ein Ding hin, damit der nicht gleich direkt hantet, der Sack. So. Der kommt aber auch immer irgendwo anders. Das hat den Lara noch an Gegenständen gehabt. Okay. Uff, es ist anstrengend. So, ich guck noch mal ganz kurz... Ich guck noch ganz kurz nach Fingerabdrücken. So, haben wir Orbs oder irgendetwas? Ich glaube, wir haben gar nichts. Ich guck noch mal nach Fingerabdrückchen. Ist der anstrengend, der Scheißgeist. So. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Also Gefrier haben wir ja schon mal, ne? Vielleicht nochmal von der Seite. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Lalalalala. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist das für ein scheiß Geist? So, lass mal klupschen. Keine Orbs, kein gar nichts. Probier's nochmal mit Dots, dann, wenn ich da nichts finde, würde ich rausgehen, dass Lara mitspielen kann.
Und Geisterbox vielleicht noch mal ganz kurz. Probier noch Geisterbox, dann gehe ich, okay? Okay. Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Hallo, Geist. Okay, ich verstehe den Geist überhaupt gar nicht. Das ist echt ein krasser Geist. Und ich habe jetzt schon wieder 70% Sanity. Also ich würde jetzt mal gucken. Ich denke mal, dass es einer der neuen ist. Deogon oder Mori. Ich würde sagen, es ist Moroi, weil ich glaube, dass wir jetzt, weil wir das Update spielen, auch einen neuen hätten. Ich schätze mal, es ist ein Moroi. Je schwächer ihr Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Ich glaube, dass der das war. Okay, let's go. Ich will nicht sterben. Oh. Dämon! Ein Dämon! Kacki. Oh nein. Ey, wie krank war das bitte? Ich lauf los und tot. Ja, vor allem wie schnell. Dämon? Hä? Richtig schnell. Ich habe jetzt nochmal meine restlichen Sachen hinzugefügt. Ja, ich muss auch alles wieder kaufen. Also ich glaube, wir müssen gar nicht alles. Zwei starke Taschenlampen, eine Kopfkamera wäre nicht schlecht. Und ich glaube, dann vielleicht noch Sanities voll und das reicht dann auch, oder? Sonst haben wir ja fast alles. Ich kaufe trotzdem meinen Stoff wieder. Schmie! Was? Schmie! Schmie? Ja, das sagt man ja, wenn jetzt. Ich mach's trotzdem, Schmie, Schmie, Schmie! Ach so! Das kenne ich gar nicht im Begriff. Schmie, Schmie ist doch nett, oder? Schmie! Süß, ja. Okay, komm, nächste Runde, Lara. Wir schaffen das jetzt. Ja, warte. Das wäre wohl ein Hohn hier, ey. Du, ich dachte, das wäre eigentlich ein Event und du so, fuck you. Oh nein. Kack, ey. Ah, ich bin bereit. Let's go. Okay. So. Runde Nummer 2. Ja. Oh, haben wir keine starken Taschenlampen? Ey, wir haben gar nichts hinzugefügt. Echt? Doch, ich hab mein Zeug halt. Aber gut, dann müssen wir das jetzt so schaffen. Ja, aber warte mal, ist nicht standardmäßig. Ach doch, hier. Okay, dann nehme ich den. Ach, wir haben nur eine standardmäßige Taschenlampe. Das ist ja nett. Ja, du hast ja so faulig genommen. Okay. Oh Mann. Okay. Oh, so das schaffen wir. Komm, wir sind Profis, okay, Lara. Warte. Wir sind Level 1 Million. Justin Todd. Salz, Entkommen und EMF. Gut, das haben wir alles da. Nicht müde werden! Entschuldigung. Okay. Machen wir immer Albtraum oder Profi? Nee, Profi, 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 ja. Profi. Profi. Gib uns ein Zeichen. Oh, Justin. Justin. Oh, ich mach mal den Strom an. Warst du das? Justin. Strom ist an. Sehr gut. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Und verfluchte Gegenstände suchen, ne? Oh ja. Okay, hier kann ich verstehen. Gerne. Gib uns ein Zeichen. Scheiße, ich sehe nix. Machen wir den Strom an. Die Taschenlampe ist sehr gruselig. Ich sehe nix. Gar nicht so einfach, ohne Licht. So jetzt. Gib uns ein Zeichen. Schon viel schöner so. Lara schiebt so oben voll den Film. Gib uns ein Zeichen.
Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich habe einen Knochen gefunden. Oh, Tür. Tür war unten, glaube ich, ne? Oh ne, das war hier. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Justin, sing mir einen Song. Cry me a river. Oh, Handabdruck. Cry me, cry me. Cry me a river. Cry me, cry me. Handabdrücki. Oh, EMF5. Oh, lol. Fingerabdrücke, okay. EMF5. Bist du hier? Wie alt bist du? Ist ein bisschen Delay, ne, Justin? Das Kreuz kommt voll spät. Oh, geil. Ich hol mal kurz. Hol mir mal kurz schon mal kurz die Fix, damit der nicht huntet. War denn noch so bekannt von Justin Timberlake? Und ein Foto müssen wir noch machen, ne? Justin Timberlake, Justin Bieber? Was kannst du denn überhaupt noch sein jetzt? Jin? Ich checke. Gorio. Ah, was hattest du eigentlich vorher an Beweisen? Gefrier. Ja, nur das, ne? Ja. Also es könnten Mühling, Obake, Gorio oder Jin sein. Oh, on a sexy back. Yeah. Come on, about in my yeah. Yeah. On a sexy back. Ja. Yeah. Mein Gott, Alter. Entschuldigung. Alles gut. Also, Mühling wäre Geisterbuch. Ja. Gorio. Habe ich nicht? Das habe ich hingelegt? Doch, ich meine. Gorio wäre ja. Dots, ist oben. Mhm. Obake. Ja, nee, müssen wir noch. Wäre Geisterkugeln, das heißt, wir brauchen Kamera, um die beiden auszuschließen. Und Gin. Gin wäre Gefriertemperatur. Das heißt, genau, du nimmst die Kamera mit und das Buch liegt eh schon oben. Gin Tonic. Ja, Ginny. Oder Barack Obake. Oder Oreo Keks. Oreo Keks. Mühling Cyrus. Das ist schlecht. Okay, nice. Haben Sie in das Buch geschrieben? Ja. Ich hole meine Fotokamera. Ja. Schreibe das Buch. Also, Buch Dots, oder? Genau, Buch. Buch, Dots, Geisterkugeln oder Gefrier. Ich glaube, Gefrier können wir ausschließen. Oh Gott, Entschuldigung, ich weiß, ich gähn hier mal einen rein. Alles gut, das stört mich so, nicht. So, Da sind jetzt Fingerabdrücke auf dem Monitor oder so Rotzflecken, siehst du das? Wenn man so mit der Taschenlampe dagegen leuchtet. Ich glaube, dass das eher dein Bildschirm ist. Nein! Ich hab da nichts! Bildschirm im Spiel! Ich hab dann. Ach so, ja, stimmt, ich seh's. Machen wir gerettet. Der ist schon in den Raum, oder? Mhm. Das kann ja eigentlich nur noch das sein. Oder Buch. Also Gefriertemperaturen schließe ich aus. Heizung haben wir angemacht, ne? Ja. Das Licht ist auch an im Flur. Das ist vielleicht nicht so. Ich nehme trotzdem mal Gefrierbrand mit. Und Salz vielleicht. Was haben wir denn noch? Ich Salz, komm, ja. Salz ist auch eine Aufgabe. Okay. Ich komme mit rein. Geil. Ich habe kein Licht. Vielleicht machen wir mal das Licht aus hier. Senorita, I'm feeling for you. For you. Senorita. Es hat geflackert hier, ne? Hast du gesehen? Oh mein Gott. Warte mal, ist jetzt da hinten irgendwo. Oh nein, ist der hier im Flur? Ich bin erschrocken. Das mein war Gott. Der nicht. Ich hab die Fotoapparat nicht dabei. Doch, die Fußabdrücke, das war der. Ach so. Ach so. Der ist durch Salz gejingelt. Aber hat der jetzt. Hat. Oh Gott, ja. Hat jetzt die Position verändert? Hier auf dem Boden? Nee, er ist noch hier.
Er ist noch hier. Oh, er hat das Buch geschrieben. Hurts. Er hat das Buch geschrieben. Mit der UV noch? Ja, ich hab's gesehen, ja. Aber kannst du noch mal leuchten? Ist das noch... Scheiße. Nee, man sieht's leuchte mal kurz hier hin. Ah, schade. Okay, wir haben alle Beweise. Wäre das überhaupt Beweis gewesen? Wir haben alle Beweise. Ich mach nochmal hier, Vielleicht läuft er nochmal. Aber wo ist denn der jetzt? Der ist in dem Raum noch. Also Beweis ist noch, Geisterbuch, es ist ein Mühling. Hm. Ich will gehen. Na gut. Baby, oh! Baby, no! Oh mein Gott, ey. So, wir haben es. Warte, bevor du... Was war das Buch? Entkomme den Geist während einer Jagd. Nee. Das war ja Pipi Kacke. Es war ein Mühling Cyrus. Nochmal. Ich will jetzt einen neuen. Mühling Cyrus. Es war ein Mühling. Wir haben kein Foto von den Fingerabdrücken gemacht. Und von den Knochen nicht. Ne? Nee. So, ich habe jetzt zwei starke Taschenlampen hinzugefügt. Was fehlt uns noch? Was hatten wir noch nicht? Das müsste halt hier noch stehen, finde ich, wenn man... Feuerzeug? Ist. Weißt du, was ich meine? Haben wir eins. Kruzifix, Kerze. Videokamera. Ich glaube, es hat gar nicht so viel gefehlt. Salz, vielleicht noch eins. Pillen. Ich würde nochmal Edgefield Street House. Das hatten wir gerade nicht, oder? Haben wir das schon gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war das erste, oder nicht? Tangle. Hier stehe ich nicht mehr nochmal. Und das Parabolmikrofon sollen wir in der nächsten Runde verwenden, weil die Gegenstände wurden scheinbar auch verbessert. Mhm. Ich nehme meins mit. So. Okay, und den Schallsensor, sollen wir den auch noch nehmen? Ja, ich glaube, damit kann man nämlich einen Shade im Worst Case noch ermitteln. Alright. Campingplatz? Nein, am Ende machen wir Campingplatz. Jeder nimmt so schnell seine Lieblingsgegenstände. Gravity Grab. Foto vom Geist, Räucherstäbchen, Zeuge eines Events. Sharn Dixon. Es gibt neue Namen, das ist schon mal gut. Gut. Was ist denn der Schallsensor? Ist das hier unten, glaube das Ding ich, da? Ja, eins von beiden. Dann ist es doch neu. Weil genau, das ist das, mal, was ich meinte. Aber erinnerst du dich, es gab hier diesen Bewegungssensor? Ja. Und dann gab es noch so ein weißes viereckiges Ding. Ja. Und das hat man an der Wand angebracht. Und guck mal hier. Dann hat hier beim Schallsensor, hier hinter dir, auf den sehr guten Monitor mittlerweile übrigens, so ein Strich ausgeschlagen. Ja, ich glaube, dass sie das geupdatet haben. Wir nehmen es einfach mal mit. Machen wir. Okay, dann machen wir erstmal Ström an. Schlüssel haben wir, oder? Yes. Oh, ich habe ihn direkt gehört. Wo war das? Nee, ich glaube, ich habe irgendwas gedroppt. Kann das sein? Ah, er war doch hier. Lol. Ich habe keine Taschenlampe mitgenommen, ne? Wie lost bin ich denn? Ich habe echt keine Taschenlampe mitgenommen. So, jetzt. Wie lost? Also ich stelle jetzt einen Schallsensor auf. Ja. Ich mache schnell den Strom an. So. Okay, 3. Schreib in das Buch. Oh, schon wieder eine Tür. Ja, hier. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh mein Gott! Okay. Also die Sounds sind neu. Er ist hier. Oh, da schmeißt er. Oh mein Gott, wie der abgeht. Alter. Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Nein. Nimm du mal die Box. Nein. Die sind voll krass. Hast du das gehört? Ja. Das sind neue Sounds. Strom ist an. Ins Ohr. Schreib mir das Buch. Ja, der Schall ist eigentlich wie vorher. Nur, dass es an
komm. Mal an. Ich nehme mal die Cam, dass wir die mal droppen. Guck mal. Siehst du, jetzt macht er da 28% irgendwas Geräusche im Foyer. Also wir haben auf jeden Fall Box. Das ist schon mal gut. War gruselig. Ja, ich schmeiß die jetzt hin. Bomb. Wir hatten vorhin auch mal den verfluchten Gegenstand. Gib uns ein Zeichen. Ja, stimmt. Lass mal gucken. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Bist du hier? Was macht das neue Parabolmikrofon nochmal? Ich glaube, dass du da weißt, da wo die herkommen, ja. Das war ich. Ja. Entschuldigung. Da fragt jemand, ob wir schon öfter Phasmo gespielt haben oder das erste Mal. Okay, das ist hier. Ein bisschen lustig. Genug. Ja, soll ich das als Beleidigung aufnehmen? Gibt's überhaupt Leute in Deutschland, die mehr gespielt haben als wir? Bestimmt. Ich glaube so ganz. Ja, ich habe schon mal mit so Level 1000ern gespielt. Echt? Mhm. Wer? Das war online mit irgendjemand. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo sind die Gegenstände? Ich finde auch den Gegenstand nicht. Fotopuppe habe ich. Dann lass mal schnell Sanity nehmen. Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher vor. Vielen Dank. Ah, hier sieht man jetzt, wie Lara rausrennt. Kannst du vielleicht das Licht drin ausmachen, sonst sehe ich die Orbs nicht. Da schreibt gerade jemand. Oh, Licht aus, scheiße. Ja, okay, warte. Da schreibt gerade jemand, das Parabolmikrofon ist gut, um die Banshee zu bestätigen, weil die als einzige einen Schrei machen kann, den man nur mit dem Parabolmikrofon hören kann. Boah, das ist ja geil. Macht halt auch Sinn, ne? Was haben wir denn bis geil. Jetzt? Wir haben jetzt... Box. Okay. Sollen wir vielleicht jeweils eine Sanity nehmen? Ja. Und dann gehen wir nochmal rein. Mhm. Let's go. Für der Banshee ist ja mega. Level editieren ist. Ich mal Level editieren. So, warte, ich mach erstmal hier aus. Gib uns ein Zeichen. Geist, sprich mit mir. Hey, ist über Licht an. Ja, das hab ich gemacht, weil ich Angst hatte. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Budepuppe? In der Garage. Ja, Moment. Keine Orbs. Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr da. So, ich komme jetzt. Gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. So, wo bist du? In der Garage? Ja. Hallo. Helly. Okay, dann zupf mal an der Voodoo-Puppe rum. Er hat gerade geflüstert hier. Echt? Ja. Was? Warte mal. Ja. Du musst halt so in seine Richtung irgendwie ein bisschen, wenn da Zahlen sind. Und dann sprichst du so ein bisschen mit ihm. Lala, und bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ja, ich hör's. So, cool. Okay, dann zupf mal an der Voodoo-Puppe rum und lass uns dann den Schrank abhauen. Warum soll ich?
Ja, das Ding ist, die Voodoo-Puppe bringt doch gar nichts jetzt. Doch, wir wissen doch, wo er ist, oder? Aber manchmal triggert man noch irgendwie einen Befehl oder so. Gerade mit EMF wäre eigentlich spannend. Dann müssen wir näher an ihn ran, oder? Ich mach mal. Und du sagst mir bitte, sobald du in sein Herz stichst, weil dann muss ich rennen. Okay. Ach, wenn man das Herz sticht, dann handelt er, ne? Ja. Oh, er hat den Raum gewechselt, glaube ich. Wo macht er Sachen? Hier, jetzt. Moment. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ja, er ist jetzt hier in dem Kack-Kinderzimmer. Im Arm? Oder was? Ich steche? Okay, warte, nicht mehr. Er ist hier. Ja, er macht hier Licht an. Im F3. Im F3. Ich steche nochmal. Okay, warte mal, bevor du stichst. Ich stell mal kurz die Kamera anders auf. Wow. Warte, ich mach das mal hier rein, weil ich glaube, der ist jetzt hier drin. Will er raus? Oh, doch nicht. Ja, der hat gewechselt. Wo ist der denn? Der sitzt hier. Schreib in das Buch! Sanity, unbedingt Sanity. Oh Gott, wie ätzend ist denn das? Oh ja, Sanity. Also er ist mal genommen? Ja, ja. Echt? Also ich glaube, er ist auf jeden Fall in dem Raum jetzt. Haben wir Dots hingelegt? Nee, hier unten liegen Dots. Vielleicht kannst du die nehmen. Ich hau da mal ein Kruzifix rein. Ja, ich nehme mal Räucherstäbchen hier. Okay, lass uns mal rein. Während einer Jagd. Oh nee, gar keinen Bock, warte. Vielleicht die Dots wären nicht schlecht hier drin. Also die da am Boden. Dann nehme ich Dots hier. Das kann doch nicht sein. Oh, nee. So. Gib uns ein Zeichen. Ups. Schreib mal schnell in das die Buch. Fingerabdrücke. Hab ich dabei. Ah, gut. Aber die Voodoo-Puppe nicht nochmal nutzen, ne? Ich kann nochmal reinkommen. Soll ich mal Räucherstäbchen mitbringen? Okay, machen wir nochmal Voodoo-Puppe, okay? Gnucci, der Chat schreibt, wir sind ein Dream-Team. Oh. Und es macht Spaß, uns zuzugucken. No. Ist noch da? Ja. Ach so, ups, ich habe mich außerdem gemutet. Ja, voll süß. Ja. No. Lieb. Das ist echt Zucker. Gib uns ein Zeichen. Okay, er ist auf jeden Fall hier. Guck mal, ob hier Fingerabdrücke sind, weil der toucht die ganze die Tür an. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich sehe hier nichts. Ich drop das mal. Soll ich mal kurz das nehmen? Jetzt. Gib uns ein Zeichen. Haben wir nur einen Fotoapparat? Ja. Wir haben nur einen. Shit. Wir müssen mehr mitnehmen. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Magst du noch mal Voodoo-Boxen? Mach du, du hast mehr Sanity. Ach so, das nimmt die Sanity weg. Ja. Ach so, wie mache ich das? Jetzt hast du sie weggeschmissen. Ja, weil ich einmal gedrückt habe. Ah, da passiert ja gar nichts. Ich guck mal durch die Kelle, warte. Er hat es.
Ich hab gekämpft. Ich hab gekämpft, Leute. Ich war ein Feuer. Gnu? Gnu ist leider tot. Nein. Gnu's dead. Scheiße. Ach so, die Puppe sollte man wegschmeißen. Das wusste ich nicht. Oh. Ah. So, es muss Lara die Ehre verteidigen. Im Buch steht was? Echt jetzt? Oh, stimmt, er hat ins Buch geschrieben. Er hat ins Buch geschrieben. Dann haben wir jetzt noch... Oh, vielleicht haben wir den neuen. Wir haben zwei neue eventuell. Oh, huntet er jetzt? Oh, scheiße, ne? Ja. Oh. Oh mein Gott! Guck mal, die chillt hier in der Ecke! Oh mein Gott. Oh Gott. Die Lara haut so richtig ihre Oh, jetzt huntet er. Oh mein Gott, ist das schnell. Oh Gott, das war's. Hä, das war nur ein Event? Ah ne, doch nicht. Das ist ja Booty, hey. Welcome to the family, son. Es war ein Deogen! Alter, was wäre das gewesen? Ein Deogen. Ja, aber was machen die nochmal? Die kommen und sprühen dich mit Deo ein. Ey, ohne Witz, ne? Ich bin dann in die Garage, wollte ein Foto machen, die hat in der Ecke gewiggelt, ich hab's gesehen. Ey, und dann hat die das Event gemacht, aber beim Event gibt's anscheinend jetzt rotes Licht. Ja. Und dann habe ich mich im Schrank versteckt und ich hab so aus Schreck, vor Schreck, habe ich das letzte Foto aus sie geschossen. Und dann, oh, Alter. Und dann, Entschuldigung, ich reg mich gerade über den Chat auf. Als ob wir das erste Mal spielen, Entschuldigung. Ach. Ja, jedenfalls, hat er dann danach noch Sachen geschmissen in der Garage. Und ja. Ich dachte, er hätte dann den Raum gewechselt in die Garage. Ach so. Und dann wollte ich schnell rauslaufen, hab auch das Kruzifix gesehen, da fehlt eine Ecke. Und dann ist er trotzdem im Flur gespawnt. Ja, also da steht doch gerade, vor dem Geist kann man sich nicht verstecken. Machen wir doch schnell mal Willow Street. Ich füge noch mal schnell zwei Taschenlampen hinzu. Entschuldigung, man kann halt auch in solchen Häusern wie dieses Streethouse oder Roadhouse nicht wegrennen. Das geht nicht, wenn man halt... Genau, aber der ist anscheinend ein Geist, dem man, egal wo man ist, kann man nicht entkommen, scheinbar. Alles interessant. Ja, aber gerade ist Backseat Gaming mal wieder hart as fuck. Ich mag das eigentlich voll. Backseat Gaming? Ja! Echt? Also solange die mir die Story nicht spoilern, finde ich das... Man kann nicht das und das. Du musst das und das machen. Das geht nicht so. Hast du das schon mal gespielt? Sowas meine ich. Also jetzt habe ich übertrieben. Das hat der Chat nicht gemacht. Ja, aber ach, ich finde das nicht das schlimm. Magst du? Ja, das ignoriere ich und ich mache halt das, was mir gefällt. Ja. Und da wundern sich die Leute auch nie, wenn auf einmal irgendein Code funktioniert, den ich gar nicht wissen kann. Das was? Wenn zum Beispiel irgendein Code funktioniert, den ich gar nicht wissen kann. Hä? Wenn die mir irgendeinen Code... Ach so, wegen Chat oder was? Ja, okay. Das mich interessiert halt die Story. Ich will nicht irgendeine scheiß Rätsel machen. Außer es sind coole Rätsel. Aber ich meine aber so halt, wenn die Leute sagen, wie du spielen musst. So als ob du es nicht wüsstest. Weißt du, was ich meine? Ja. Das nervt mich. Ja. Was war Fotoapparat? Ich würde sagen, Pillen brauchen wir auf jeden Fall. Und Taschenlampen haben wir. Mhm. Ich glaube, das passt. Lass uns noch eine schnelle Speedrun-Runde machen. Ja. Speedrun. Und es geht wieder los. Okay, zack, bam, bam,
Zack, bumm, bada bum, bumm, bam. Ja, so ungefähr morgen. Ich vermisse dich auch, Mama. Geile Tasse, dankeschön. Oh, süß. Von EMP. Ich liebe so übergroße Tassen. Ich ja auch. Was? Ich liebe übergroße Tassen. Oh mein Gott, entschuldige, ich dachte, mein Mikro wäre gemutet. Ach so, ist doch nicht schlimm. Und ich liebe dich auch, meine Tochter. Ja, meine Mama ist gerade im Chat und sagt so, ich vermisse dich. Und meine ich so, ich vermisse dich auch. Oh, süß. Jetzt warst du nicht verwirrt? Das darfst du nicht. Nö, du nennst mich doch öfter Mama. Mama. Du Mama. Ja. Deswegen, ich bin es gewohnt. So, ich mach schon mal schnell Strom an. Ja, Bewegungssensor, Röchelstäbchen und EMF. Daniel Todd. Töd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 
Gib uns ein Zeichen. Gefrierbrand. Gefrierbrand. Wo ist die Tür aufgegangen gerade? Hier hinten. Gib uns ein Zeichen. Haben wir Gefrierbrand? Ja. Dann können wir kurz rausgehen und mal checken. So, lass mal gucken. Also beim Bücken hat es Wölkchen vorm Gesicht. Wölkchen. Wie man das Thermometer gar nicht mehr braucht, ne? Nee. Weißt du, noch früher ist man nur mit dem Thermometer rumgelaufen, um den Raum zu finden. Das bringt echt nur noch was bei großen Maps, finde ich. Ja, ja. Ja, selbst da irgendwie nicht. Also Chin wären Fingerabdrücke. Schatten. Scheiße, jetzt haben wir du hast die Kamera nicht gestellt. Ja, die Dusche. Schatten wären Geisterbuch. Oni. Warte, was haben wir denn jetzt? Ach, ja, 5, ne? Ja, Oni wären Dots. Und die Zwillinge wären Geisterbox. Und ich glaube fast, dass die Zwillinge sind, weil der gerade so viel parallel macht. Also Buch, Box, Dots, oder? Geisterbox. Ja, Buch, Box, Dots, oder? Wir haben 4 mögliche Geister. Und Fingerabdrücke. Das Ding ist, durch die Box hat er halt vorhin nicht gesprochen, aber es kann jetzt auch anders sein. Haben wir noch Bewegungsweise Räucherstäbchen? Reinige den Bereich. Ah, okay. Dann mache ich mal hier Räucherstäbchen. Okay. Oh, wir haben die Räucherstäbchen vergessen. Oh no. Ja, echt? Aber was bringt die uns? Gar nichts eigentlich. Doch, die zeigt uns wohl genau, wo der ist eigentlich. Gib uns ein Zeichen. Knochen hast du nirgends gesehen, ne? Nee. Gib uns ein Zeichen. Soll ich vielleicht nochmal die Kamera irgendwie hier in die Richtung stellen? Schreib in das Buch. Ja, so Richtung Dots. Er ist reingesteppt. Vielleicht. Oh. Fucking Event, Alter. Gib uns ein Zeichen. Das sind so Jumpscares zwischendurch, ne? Ja. Hast du dich nicht erschrocken, Mann? Nein. Du hast keine Seele. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich kann nicht mehr reden. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott, ich hab mich vor der Lache erschrocken. War Corona lachen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh, da war ein Zeichen. Ja, yeah, because of the Voodoo-Puppe. Oh, nochmal? Nee. Nochmal? Er singt. Was? Er singt doch, oder nicht? Hörst du nicht singen? Nein. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so ein leichtes Singen gehört. Nee. Oh Gott. Mach nochmal. Was? Mach nochmal. Oh, ja, warte. Gib uns ein Zeichen. Wo war das jetzt? Der schmeißt halt nur. Ich will aber eigentlich, dass er mal was an... Oh, Geistervent. Gib uns ein Zeichen. Du sollst etwas anfassen. War das wirklich ein Event? Ja, es war nur ein Event. Lass mal durch die Kamera gucken. Vielleicht haben wir Glück und es dort so. Wir leben alle noch. Gefrier haben wir schon eingetragen. Guck mal kurz durch die Cam. Der ist halt überall, ne? Man kann gar nicht sagen, wo der ist. Haben wir ein Buch? Ich habe noch gar kein Buch gesehen. Wo ist denn das Buch eigentlich? Das liegt da. Das liegt da direkt. Wo? Mitten in dem Raum da. Ich glotz mal rein. Die Box müsste da auch liegen. Okay. Oh.
war jetzt hier. Oh. Wie gefällt es euch, wie ihr euch im Chat freut, dass ich gestorben bin, weil irgendwelche Kanalpunkte bekommt? Hier geht es um mein Leben. Ich sag jetzt einfach mal Zwillinge. Ich auch. Nur auf Nummer sicher zu gehen? Ja. Ja. Ich berate Zwillinge, ich gamble jetzt. Warte, ich halt nochmal an. Damit du eingeben kannst. Hab ich. Süß. Oh Mann. Oh Gott. Nein, es war ein Gin. $12, ey. Was ein Witz. Lol. Was wäre denn ein Gin? Was macht er nochmal? Also, was war das? Ich weiß nicht, ob Fingerabdrücke? Ich. War das nicht der Gin? Den wir quasi, also war ein Djinn nicht das, wo man durch das Mikrofon hören könnte? Nee, das war Banshee. Aber den hätte ich auch noch gerne. Aber es, ja. Das wäre halt geil, wenn wir den noch schaffen würdet. Genau, deswegen Leute, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Es war uns eine Ehre und wir gehen beide jetzt rüber zu Ghost Exile. Das werdet ihr dann auf diesem Kanal finden. Ich freue mich und nächstes Mal werden wir schauen, wie eine Banshee heult und werden die anderen Geister noch ermitteln. Deswegen schreibt Tipps in die Kommentare. Jetzt raus!